Jo Leute und herzlich willkommen zur neuen Reaktion. Ja, lang ist es her, die letzte Reaktion auf was auch immer, ist wirklich schon sehr lang her. Und jetzt mal wieder Musik und zwar vom guten Beast Boy. Von wem auch sonst? Ich meine, Reactions mache ich sonst eigentlich aktuell wirklich nur auf ganz, ganz wenige Künstler. Lance Butters, ich würde auf Sierra Kid zum Beispiel reagieren, wenn was Deutsches kommt vielleicht. Boah, hier, ne, Kollege habe ich ein bisschen vercheckt, aber da möchte ich tatsächlich in einem Monat, wenn das Album kommt, da auch mal drauf reagieren. Das soll ja irgendwie sein letztes Album sein. Ja, ob das stimmt, ist so eine andere Frage, aber da kam ja jetzt das Snippet zu dieser EP, die so auf Oldschool ist, die unglaublich krass ist, Alter. Also wirklich, ja, hab ich mega Bock drauf. Ansonsten, ja, was gibt's sonst als Reaction-Content für mich? Eigentlich nicht viel. Ich weiß es gerade selber nicht, außer Lance Butters. Auf was habe ich denn in letzter Zeit sonst reagiert? Also, letzte Zeit meine ich jetzt halt Monate zurück. Im Endeffekt fällt mir da nur Beast Boy ein. Entertainment natürlich, klar, das noch. Aber ansonsten wirklich nur auf Künstler, wo ich wirklich 100% Bock habe, ohne irgendwie Gedanken von wegen, oh, ich muss da jetzt drauf reagieren, das wollen die Leute sehen oder so. Das ist mir da relativ egal. Ich mache das wirklich komplett nach, worauf ich einfach Lust habe. Oder Dizzy hier zum Beispiel habe ich noch reagiert. Okay, wie auch immer, jetzt widmen wir uns dem Ganzen, denn er hat ein neues Musikvideo aus dem Nichts gedroppt. Er hat ja, man verfolgt ja immer wieder Instagram, beziehungsweise ich verfolge immer wieder Instagram. Und er hat ja ganz viel in der Pipeline und hat auch schon die nächste EP ready, hat er schon lange gesagt. Auch die hat wieder gedauert zu finalisieren. Jetzt kam aber auf Instagram, die EP kommt in einer Woche. Finde ich sehr gut, dass er das so kurzfristig macht. Er hat auch gesagt, dass er nicht mehr sagen wird, okay, in dem Monat kommt eine EP oder dann und dann, weil es halt einfach oft dann halt trotzdem nicht klappt und dann sind die Leute enttäuscht. Das kann ich gut verstehen und ich finde das sehr gut. Klar, Vorfreude ist auch schön, aber ich finde das, glaube ich, besser. Einfach so aus dem Nichts droppen, jetzt haben wir eine Woche Zeit dafür, das ist voll in Ordnung. Ne? Jetzt haben wir eine Woche, wo wir uns drauf freuen können. Ich finde, das ist super. Und ich glaube, er hat das zumindest mal, er hatte auch einen Teaser gepostet in der Broadcast-Gruppe in Instagram, dass es eine Funk-EP wird. Eine EP auf Funk-Beats. Funk bin ich nicht der größte Fan, aber bei ihm, ganz ehrlich, das könnte schon ziemlich dope werden. Der Song und das Video geht nur 1 Minute 55. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier mehrere Songs sind, weil hier drei Takes sind. Ich denke aber nicht, weil sonst würde ja irgendwie Schrägstrich und noch was anderes stehen oder hier Plus oder so. Ich glaube, es ist jetzt ein voller Song, der nur 1 Minute 55 geht und der ist da irgendwie im Auto. Weiß ich nicht, ob das jetzt Funk wird. Kann sein, muss nicht sein. Produziert, hier ist sogar so ein Warnzeichen, okay. Produziert von Young Kieran Outer Key. Das könnte jetzt ziemlich heftig werden. Genau, hier neue EP, 12.07. Da werden wir natürlich auch drauf reagieren. Die heißt Hijacked Lowrider. Wieder ein wilder Name. Ja, Tuttle Shop. Gibt's die da irgendwie digital zu kaufen? Vermutlich nicht. Das Cover, glaube ich, hat man das schon gesehen? Ich glaube nicht, aber hier, genau. Mit dem Release gibt's 99 Problems dann auch auf Spotify. Okay. Achso, das bleibt quasi jetzt erstmal nur YouTube-only. Mhm. 99 Problems, but these songs ain't one. Okay. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, Leute. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass das Video jetzt schon draußen ist. Also ich wusste, dass es am Freitag kommt, aber voll vercheckt. Heute viel unterwegs gewesen, beziehungsweise halt nicht dazu gekommen. Wir fangen an, Leute. Ich glaube, das könnte jetzt wieder ziemlich dope werden. Ich habe auf jeden Fall Bock. Es wird wieder Zeit für neue Teammucke. Ist schon wieder 3 Monate her oder länger. Die letzte EP war ja sehr krass. Cold-Blooded Bone Crusher. Und ich würde sagen, let's go. Ja, okay, es wird Funk. Okay, man hört's direkt. Okay, ich hoffe, vom Ton passt alles. Ja, dope. Aber bisher relativ zurückhaltend von den Funk-Elementen, aber das kommt vermutlich gleich. Ich bin mal gespannt, also wie das jetzt wird. Wird was Neues auf jeden Fall. Jo. Eieiei, was sieht denn jetzt ab? Okay.
Die Mische ist auf jeden Fall was ganz Neues irgendwie. Nein, nicht was ganz Neues, aber die ist sehr, sehr breit und irgendwie höher von der Tonlage. Okay, ja, das ist jetzt hier nur so ein Spaßvideo halt, so ein kleines Kackvideo. Okay, okay. Er schreibt mich auf jeden Fall ganz schön an. War das Bild am Ende was? Passt nicht? Ah ja, okay, das Life ist ein Puzzle, doch das Bild am Ende passt nicht. Geil, geile Line. Lustig. Was hat der hier, diese schwarzen Dinger an den Haaren da oben? Das sind einfach so schwarze Flecken, das sieht schon weird aus. Sieht aus wie Hörner oder so. Die Mütze ist geil. Okay, das ist echt gestört, Alter. Das ist schon ein kranker Film, Alter. Schön. Mein Money fickt mir meinen Kopf. Jeder harte Männer, mein Loch, das kriegt man mit all den Bills nicht gestopft. Fick, ja. Das kriegt man mit all den Bills nicht gestopft. Oh, geil. Oh, das ist richtig dope. Mein Kopf. Jeder harte Männer, mein Loch, das kriegt man mit all den Bills nicht gestopft. Da ist im Prinzip eigentlich, sag ich mal, das ist fast Offbeat. Da ist irgendwie eine Silbe ein bisschen zu viel. Aber mit den Triolen, boah, klingt das voll dope. Jiggle, mein Money fickt mir meinen Kopf. Jeder harte Männer, mein Loch, das kriegt man mit all den Bills nicht gestopft. Dieses Mit ist eigentlich zu viel, aber Er kriegt es gerade noch so in den Takt rein und das ist so an der Grenze zu Offbeat, aber genau richtig getroffen einfach. Also genau dieses ausgereizt am Rande des musikalisch Sinnvollen. Was? Superficial Shit? Was laberst du? Hä? Jeder harte Männer, nein, Loch, das kriegt man mit all den Bills nicht gestopft. Fick halt den Superficial Shit. Und die Influencer, die uns sagen, wann was gut zu finden ist. Ein Held ist kein Held für dich, solange du der Willen bist. Ich mach euch dir mehr von. Dope. Gut zu finden ist. Ein Held ist kein Held für dich, solange du der Willen bist. Ich mach. Ein Held ist. Nochmal. Die Influencer, die uns sagen, wann was gut zu finden ist. Ein Held ist kein Held für dich, solange du der Willen bist. Ich mach. Ein Held ist kein Held für dich, solange du der Willen bist. Villain heißt, glaube ich, Bösewicht, oder? Villain heißt, glaube ich, Bösewicht. Ups. Ein Held ist Schurke, ja. Bösewicht, ja, okay. Was ist das für ein Zeichen? Ah, das sind die Elemente. Ja, ne? Geil! Boah, ich verstehe die Adlibs, die so ultra geschrien sind, verstehe ich leider nicht, weil das einfach viel zu viel geschrien ist, was er da sagt, aber finde ich geil, die vier Elemente da so in ein paar Zeilen zu packen. Boah, ich glaube, auf Box knallt es schon hart. Boah, wenn das die Hook wäre, die fände ich viel geiler als die am Anfang. Ich fand das am Anfang gar nicht so krass. Nochmal hören kurz. Ja, das ist halt dieses Ach-Komm-Geschrei, dieses Young, Wild and Trill. Das ist natürlich auch nice, aber finde ich nicht so nice wie jetzt das hier. Wie das jetzt hier. Ja, Mann. Vor allem dieses Wasser hat eine ganz andere Tonlage als davor. Davor ist es so abgecuttet, so ganz kurze Zeilen. Da dieses, niemand reicht mir das Wasser. Ja, das geht schon hart, die Stelle. Boah, dieses Niemand reicht mir das Wasser. Klingt voll geil. Okay, die Zeile verstehe ich nicht. Niemand. Mir bleibt nicht die Luft weg, wie? Was zeigt er auf dem Schuh? Was heißt das? Was? Nochmal. Ich bleib.
Und mir bleibt nie die Luft wegziehen. Ich mach Lärm an der Spitze wegen Klapperschlangen, Schwanz, Puller, meine Baby. Oh. Oh, warte mal kurz, Leute. Hä? Sollen wir bei dir reingehen? Nee. Kannst du oben aufmachen? Kannst du oben aufmachen, bitte? Ja, die Kara macht auf. Ist doch geil. Komm mal. 13 als Cut. Dein Bruder scharf gemacht. Achso. Cut. Hm? Ja, das ist echt cool, ja. Das ist, den mag ich sehr an dir. Cut. Ey, die Zeile ist richtig geil. Also das ist echt stark. Das ist auch nicht flach. Ich finde den voll gut. Nochmal. Das ist eigentlich eine voll krasse Zeile. Ich mache Lärm an der Spitze wie ein Klapperschlangenschwanz. Und auch was ein krasses Wort. Wenn der jetzt einen Nominativreim auf Klapperschlangenschwanz macht, dann Respekt. Klapperschlangenschwanz, was reimt sich denn da? Klapperschlangenschwanz. Ich mache Massaker mit Gans, aber das ist ja kein Nominativreim. Klapperschlangenschwanz. Da müsste man, glaube ich, erstmal echt überlegen. Auch irgendein neues, eine Wortneuschöpfung. Neologismus irgendwie. Klapperschlangenschwanz. Kaffeekannentanz. Ja, keine Ahnung. Es ist krass. Krass. Krasse Zeile. Ich mache Lärm an der Spitze, ja? Das ist so. Ja, es geht jetzt schon ganz schön ab, Alter. Also seit der Elementen-Ding geht das richtig ab. Splash! Okay, nochmal kurz, da war irgendwas nochmal. Ich pull up in einem BB-Sweater, ist an sich verständlich, aber was in einem Color was? Colorweight Plum, was? Ich hab so viel Drip, wenn ich in eine Badewanne jump, läuft literweise Wasser über den Badewannenrand. Er jumpt da hinten, auch geil. Man sieht's nur so ganz leicht so da hinten. Was macht der Dude da so? Okay, was mit den Zwängen? Oh, ist deep. Naja, gut, aber weißt du, wenn du stirbst, dann lachst du, glaube ich, eher nicht, ne? Klar, wenn man jetzt, sag ich mal, sich das richtig gut romantisch vorstellt, man liegt da so im Bett und man hatte ein schönes Leben. Und einem geht's aktuell ganz gut und man ist fein damit. Man hat keine Schmerzen. Dann ist ja alles gut, aber so sterben die wenigsten, glaube ich. Beim Sterben selber wahrscheinlich wird man da eher weniger lächeln. Aber es geht ja darum quasi, wie würde man reagieren, wenn es einem gut gehen würde? Wäre man fein damit, wenn es jetzt endet? Oder würde man danach lächeln, sage ich mal? So, auch wenn es natürlich nicht geht, aber würde man danach sagen, okay, passt jetzt. Weil selber sterben mit einem Lächeln, weiß ich nicht. Ich mache mir darüber irgendwie so ein bisschen Gedanken gerade. Auch wenn das jetzt hier gar nicht so so wichtig ist wahrscheinlich, aber irgendwie die Zeile macht irgendwie, also es stößt ein bisschen Gedanken. Ja. 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 Dass die echt mal zu dir passt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil der schlüpft so krass in diese Rolle, ne? Aber wir kennen ja auch Babybrain. Wir kennen sie ja auch ganz anders. Von daher, ich kann's. Also, für mich ist Tadl auch eher ein sehr sensibler und sehr. Ja, sehr feinfühliger und auch. Melancholischer Mensch. So wie ich mich ja auch oft sehe. Aber genau dafür ist diese Kontrast-Kunstfigur ja gut, aber er wünscht sich, dass die Kunstfigur mehr zu ihm passt. Weiß ich nicht. Weil das, wenn das real wäre, wäre auch irgendwie komisch, oder? Wäre auch nicht so gesund. Das ist aber dope.
das in dem Wertschätzen und das, das alles, das ist dope. Ja, okay. Da ist die wieder. Juck. Ach nein, das Bild am Ende bockt nicht. Nicht passt nicht, oder? Ja, ich glaube, das Bild am Ende bockt nicht. Das ist eigentlich fast noch geiler irgendwie, ne? Ja, doch. Ja, schon. Schon? Ey, das ist dope. Alter, wie ausrüstet. Ey, er wiegt so wenig, ne, dass das Auto kaum wackelt, obwohl er da so voll rumturnt. Boah. Oh, was geht ab? Zur Hälfte cool und zur Hälfte hart. Oh, geile Reime. Boah, so ein sicker Film, Alter. Was labert der da? Schaupadoperoki, okay. Gelten meine Loks? Schlösser? Das ist schon. Oh, schon doper Beat. Ey, das auf Box muss schon knallen. Ich glaube, das probiere ich gleich mal aus, wie das ist. Eieiei. Geil. Ja, da ist es. Das finde ich auch krass, eine Switch. Da haben die Joy-Cons einfach gelb und lila, ne? Das ist auch krass. Oder gelb und pink oder so. Ja, dope, Alter. Also am Anfang war ich mir nicht sicher, ob ich da mit diesem Funk-Ding klarkomme. Ich fand. Die erste Hook kam nicht so krass, ehrlich gesagt. Und also bis zu den Elementen war ich mir nicht so sicher, bis zu dem Ding hier. Aber dann ist das richtig abgegangen und boah, Digga, was ein Brett. Okay, also wenn die EP wirklich so in diesem Bereich, in diesem Muster ist, dann wird das auf jeden Fall auch echt reinballern. Bin mal gespannt, was auch danach wieder kommt. Also ich sag mal so, der Hype hält sich einigermaßen in Grenzen. Aber natürlich kann es auch sein, dass auf der EP so Songs sind, die man so gar nicht erwartet, wie bei Cold-Blooded Bone Crusher Error oder weiß ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall interessant. Funk ist halt nicht so meins, aber ich finde, hier hat sich's, wie gesagt, in Grenzen gehalten von den Elementen. Da waren jetzt nicht so viele Stimmsamples drauf und diese. Der Beat war an sich eigentlich voll nice. Aber ich glaube, ich fühle trotzdem ihn mehr auf, sag ich mal, einigermaßen normalen Beats, wenn man das so sagen kann. Im Endeffekt ist der ja fast normal, oder? Ja, im Hintergrund ist dieses düm, 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 düm. Ja, dieses Klickern da, das ist. Ja, wie so Cowbells irgendwie. Ja. Aber, ey, ist dope und ich bin gespannt. Und wir sehen uns auf jeden Fall auch zur Reaktion dann zur EP. Okay, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald dann wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.